Willkommen zum 18. Türchen vom Bier-Adventskalender. Die 18 haben wir hier drüben. Das machen wir gleich mal auf, ne? Und was ziehen wir hier raus? Einen blauen Kronkorken. Den gucken wir uns aber gleich an. Erstmal den Botsch runter. So, was haben wir jetzt hier gefunden, Schönes? Ein Gaffel? Gaffel Kölsch? Kölsch, ne? Grüße an Romantik. Ein Gaffelkölsch, wenn das Gaffel heißen soll, guckt euch das mal an. Ansonsten sehr dunkelblaues Etikett, ne? Mit goldener Schrift wieder. Fein herber Geschmack. Da sind wir mal gespannt, was das hält. Wo stehen da die Prozentzahl? 4,8. Wir zeigen euch das mal. Wir drehen das mal wieder rum, damit ihr da mal drauf gucken könnt. Hier das. Gaffelkölsch. Weiße Schrift, blauer Hintergrund, goldener Rahmen. Das hier oben sieht richtig übertrieben aus. Gaffel, 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 Gaffel. Gaffelkölsch, auf jeden Fall nochmal das Wappen dabei. 1516, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Dann seht ihr hier das Etikett, na? Da hier der Gaffel, der Gaffelman vom Gaffelkölsch. Aus der Gaffelbrauerei in Gaffelhausen. Was geht ab? Gerstenmalz, Gaffelkölsch, 0,3. Oh, da ist. Guckt euch, da ist das ganze Etikett zusammengeschrumpelt. Das sieht aber nicht schön aus, ne? Das arme Etikett Gaffelkölsch sieht eher schlicht aus jetzt. Würde ich nicht so übertrieben heftig bewerten. Sieht eher so standardmäßig aus, aber besser als das gestern. Gestern das Bache, das hat von mir 2 Punkte aufs Etikett bekommen. Hier würde ich einfach mal standardmäßig die 3 Punkte aufs Etikett geben. Schreibe ich gleich mal rein. 3 beim Gaffelkölsch. Das Handy steckt mal lieber mal ein. Nicht, dass es wieder so eine Sauerei gibt. Wir kommen zum Schaum und zur Farbe. Dafür habe ich wieder mein Bier-Tasting-Glas rausgeholt. Wir machen das wieder auf. Wir gucken uns das an. Heute kommt der Adi nicht, den habe ich nämlich eingesperrt. Oster! Und es läuft natürlich wieder alles auf den Tisch. Das heißt, da ist wieder mega viel Kohlensäure drin. Nicht so wie bei den anderen. Dafür kriege ich das Glas heute wieder voll. So, wir schenken aber trotzdem erstmal ein. Das hat wenigstens ordentlich geknallt. Das Gaffelkölsch, bitteschön. Boah, das fliegt richtig brockig raus. Das lässt sich nicht einschenken. Das wird einfach ins Glas reingeworfen. Fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Ja, wahrscheinlich bin ich selber schuld. Wahrscheinlich, weil ich immer gegen das, gegen die Flasche klopfe. Deswegen mache ich da immer alles kaputt. Ja? Kaum Schaum da. Ist ja schon alles auf dem Tisch verteilt. Farbe haben wir trotzdem. Das perlt wieder sanft nach oben. Hat wieder so eine, gestern das war stärker, das hat eine stärkere Farbe gehabt. Gestern hat das auch, das hat 4 bekommen bei Farbe. Das ist natürlich deutlich heller. Bisschen blass sogar schon. Würde ich also bei Farbe, wir geben trotzdem mal eine 3. Für einen Kölsch ist es glaube ich die normale Standardfarbe. 3 bei Farbe und bei Schaum. Also nichts Schlechtes, nichts Gutes, bewegt sich so im Mittelmaß. Dann haben wir natürlich wieder den Geruch. Riecht auf jeden Fall nicht unangenehm. Riecht aber auch nicht stark nach Bier. Knallt nicht rein. Ist ein bisschen unscheinbar. Können wir nochmal an der Flasche. Eigentlich müsste ich an der Tischdecke riechen, weil da ist eh alles drauf gekippt. Aber ich glaube, das bewegt sich auch im Mittelmaß. Ich glaube, auch für Geruch würde ich da eine 3 geben. Also das geht unangenehmer. Das geht aber auch kräftiger. Deswegen eine gute 3 im Durchschnitt bisher. 3 Punkte. Jetzt kommt es natürlich auch auf den Geschmack an. Denn insgesamt kann es dann 12 Punkte holen, wenn das Mittler mindestens auch 3 Punkte erreicht. 10 ist das Schlechteste, ihr wisst. 19 das Beste, wir sind gespannt. Haut mich jetzt erstmal nicht vom Hocker.
Schmeckt irgendwie wie selbstgebrautes. Wenn die mal selbstgebrautes haben, das ist, hat auch, da fehlt dieser extrem herbe, bittere Nachgeschmack. Da fehlt dieses kräftig würzige meistens. Bei selbstgebrauten hast du das immer, du trinkst das, das ist wie Wasser und du merkst leicht irgendwie, dass da was in dem Wasser drin ist. Alkohol, das knallt dann irgendwann. Von der Sache her kann man das eigentlich richtig gut trinken, denn ihr trinkt und ihr merkt erstmal nichts und dann irgendwann schlägt es euch um. Würde ich so aber gar nicht als Bier erkennen, wenn ich jetzt verbundene Augen hätte. Schmeckt auf jeden Fall komplett anders als andere Biers. Aber Kölsch ist ja eben Kölsch und kein normales Bier. Würde ich trotzdem für mich, für meinen persönlichen Geschmack, da es sich gut trinken lässt, ja, eine 3 Standard, eine 3 oder eine 4. Obwohl, da gab es welche, die waren, die haben sich erstmal gut trinken lassen, hatten dann aber einen richtig bitteren Nachgeschmack, das schon richtig unangenehm war. Wenn ich da eine 3 gebe, dann muss ich ja hier eine 4 geben, weil ihr könnt das richtig gut trinken einfach. Ihr könnt das gut trinken, das ist nicht unangenehm, das fließt einfach. Trotzdem fehlt was am Geschmack, wenn man gut trinken könnte und dann noch einen schönen bierigen Geschmack hat, einen angenehmen, dann wäre es ja eine 5, ne? Aber so fehlt hinten raus was, vorne ist aber okay, also geben wir eine 4. So, da haben wir insgesamt 13 Punkte. Geschmack aber das Beste und Geschmack ist eigentlich auch das Wichtigste. Das Gaffelkölsch mit 13 Punkten, 4 bei Geschmack, das kann man sich gönnen. Grüße nochmal raus an Romantik, ne? Ich genieße jetzt noch den Rest und dann sehen wir uns morgen wieder beim Türchen Nummer 19. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.